Willkommen zurück in Minecraft und willkommen zurück in den kalten Biomen, die ich erforscht habe. Und wir erforschen weiter in der Hoffnung, ein paar neue Blumen zu finden. Also Büsche haben wir schon ganz, ganz tolle gefunden. Latschbusch, Tollbusch, Latschbusch, Busch. Kann man mit dem was machen? Topiary Hedge. Und dann? Tollbusch, ja, kennen wir. Cool. Dann brauche ich von denen vielleicht sogar noch welche. Dann nehme ich hier nochmal mit. Ist noch eine? Ich weiß nicht, ich glaube, vier hat man gebraucht für einen so einen Block. Also vier Blöcke. Oh, das ist wenig. Okay, Büsche in Zukunft mitnehmen. Dann. Was machen wir dann? Da ist nur ein Schmetterling, oder? Ja. Und dann kommt hier eine Megatiger und eine Megaschlucht. Ja, ne, Megaschlucht vielleicht nicht. Schöne grüne Sachen zu Hause haben. Komm ich hier hoch? Komm ich nicht hoch? Komm ich nicht. Ah, es ist schön hier. Und die dunklen Büsche, die passen super hier zum Fichtenlaub dazu. Sind das verschiedene? Das ist einfach nur einer. Vielleicht nehme ich mir doch nur ein paar Büsche hier mit. Ich finde das einfach hübsch, wenn man mehr zum Dekorieren hat. Okay. Dann. Ah. Will ich da jetzt hoch? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich das hier überhaupt nicht. Und es geht immer weiter nach oben. Wir machen das jetzt. Ja, geh schon. Geh schon. Wir machen das jetzt so. Wir schwimmen da jetzt mal außen rum. Ich meine, ich muss ja eh so ein bisschen mich nach rechts halten. Geht die Sonne auf oder unter? Sie geht unter. Schon wieder. Will ich da schon wieder hochkraxeln? Eigentlich nicht. Aber was mache ich stattdessen? Ich schwimme mal. Schwimme mich drumherum. Ich glaube, ich schlafe erstmal. Ich schlafe eine Nacht drüber und dann weiß ich sicher, was ich tun muss. Ich schwimme drumherum. Ich will da nicht hochkraxeln. Ich will eigentlich auch nicht drumherum schwimmen, aber ich will natürlich die Gegend erforschen. Also. Schon wieder so ein Wasserschmetterling. Eine Wassermotte. Oh nein, das sieht so aus. Nein, das ist nicht so. Als wäre schon wieder abgeschnitten. Das beschäftigt mich ja immer noch, dass das so schlecht generiert wurde. Das ist ja. Aber hier ist. Ah, Schwarzeiche. Brauche ich nur Schwarzeiche? Ich glaube nicht. Hui, hui. Jetzt nicht die falschen Büsche abbauen. Die helleren, das sind die. Ah, da ist nochmal. Oh, an der Lava. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig.
So. Was bist du? Rotos. Ein Bagger. Bagger. Oh. Tropical Bush, das gefällt mir. Ja, das nehmen wir mit. Das sind normale Büsche. Das ist wieder dieser. Der gefällt mir richtig gut. Der kommt ins Vogelhaus rein. Ja. Vielleicht dekoriere ich doch schon ein bisschen im Vogelhaus, ohne dass da Vögel drin sind. Was will ich, welche Vögel will ich in mein Vogelhaus packen? Wollt ihr einen Vorschlag machen? Ich möchte auf jeden Fall Wellensittiche drin haben. Ich möchte Flamingos drin haben, ganz klar. Also auf jeden Fall Flamingos. Hummingbirds, na, Kolibris, genau, Kolibris. Eigentlich kann ich hier die kleinen Büsche auch mitnehmen, nur im Inventar sieht er besser aus. Kommt alles ins Vogelhaus. Sehr schön. Ich weiß zwar gar nicht, wie viele Pflanzen ich da reinsetzen kann. Ich will ja auch noch Blumen drin haben und also wenigstens ein, zwei Bäume. Ja, da ist nochmal so eine Palme. Die sind alle gleich groß, oder? Es wäre schön, wenn da eine Palme vielleicht ein bisschen kleiner wäre. Dass in der Höhe auch noch ein bisschen Variation drin wäre. Aber es ist okay. Ich bemühe mich auch damit. Was will ich noch drin haben? Vielleicht so einen. Ich könnte Pelikane reinsetzen. Nicht Pe ja, Pelikane kann ich natürlich auch reinsetzen. Kraniche? Reiher? Aber die Reiher würden das sicher dr gut drin aussehen. Ja, so Reiher müssen da rein. Hi, das ist lustig gewachsen. Wie die da reingewachsen sind in die Schwammerl. Ich glaube ich nicht hoch. Aber da komme ich hoch, oder? Ah, ja. Aha. Aha. Weiß nicht, was möchte ich noch drin haben? Ich glaube, dass mir das soweit passt. Ich meine, ob die alle so gut zusammenpassen, da bin ich mir jetzt eh schon nicht hundertprozentig sicher, aber von der Idee her denke ich, dass das schon passen kann. Hier ist wieder so ein. Ja. Komisches Biom. War ich hier schon drin? Ein Bär. Da ist es auch wieder so abgeschnitten. Nee. Was auch noch passieren kann, wenn ich jetzt, nachdem ich ja die Mod, die Deko-Mod dazu gepackt habe, wenn ich jetzt die Chunks lösche und dann neu generieren lasse, dass dann die Welt natürlich anders aussieht, weil dann ja die Deko-Mod berücksichtigt wird und. Wisst ihr?
Ja, muss ich mir gut überlegen. Eigentlich will ich diese. Andererseits wohne ich da ja nicht. Ich meine, wann sehe ich das schon, dass da die Chunks so hässlich generiert sind? Das sehe ich ja nur, wenn ich auf Reisen bin. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich wieder meine schöne Gegend. Zu faul. Hallo. Ich will es nur wissen. Ich meine, wäre einfach gewesen, wenn man das so machen könnte. Ich will doch nur eure Eier haben. Will ich nicht haben. Geh weg. Du bist kein Baumkrokodil. Geh weg. Oh no. Hilfe, 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 das war jetzt unerfreulich. Sehr unerfreulich war das. Ein Krokodile. Ja, also. Ich habe da ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Krokodilen gemacht. Oh, das sieht cool aus hier mit den Pilzen. Sieht echt. Das ist hübsch hier. Ach, ich mag die bei. Biome. Ich mag die Biome von Biome so plenty. Leider sind einige auch rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob die nochmal reinkommen. Also es gab früher auch Biome, die waren schon. Ah, sehr schön. Oh, was bist du? Passionsfrucht. Oh, lecker, lecker. Ich glaube, ich laufe gerade ein bisschen zu weit. Oh, nein, ich laufe gerade richtig. Oh, Maracujas. Ich hoffe, ihr habt schon mal welche gegessen. Oh, die sind ja so lecker. Wie die Gang dasteht. So, essen. Da habe ich mich gleich verschluckt. Vanilla Bean wird mit nach Hause genommen. Mir kommt gerade. Ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass das mit Silk Touch geht. Ja. Das ist jetzt keine Frucht, die ich geerntet habe. Also, auch wenn der Frucht da steht. Aber das ist. Da, ich kann dann das hier machen. Pass auf. Ich kann mir zu Hause einen Baum machen. Und da hänge ich dann von jedem einfach eins dran und dann habe ich es zu Hause. Ist das cool oder ist das cool? Und dann brauche ich auch nicht erst 8 von den Früchten sammeln. Ach, das ist jetzt, glaube ich, nochmal eine Papaya gewesen. Dann brauche ich nicht 8 von den Früchten sammeln, bis ich einen Baum machen kann, sondern ich stelle mir den Baum individuell zusammen. Was man da machen könnte. Ich komme jetzt auf ganz verrückte Ideen. Und eigentlich war das jetzt nicht der Plan, dass ich hier. Naja. Ich müsste. Ach, du bist's. Ich müsste jetzt irgendwie ein bisschen nach da drüben rennen. Ah. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Blueberry. Ich glaube, dass ich noch gar keine Blueberry habe, oder? Wird mal mitgenommen. Ich bin so gegen diese Wand. Ich will das nicht. Es sieht halt. Es sieht so merkwürdig aus. Und ihr seid. Ihr seid. Halt! Stehen bleiben! Hier, Vogelpolizei! Stehen bleiben! Kommen Sie runter. Sie sind festgenommen. Kommen Sie runter. Wissen Sie was? Rutschen Sie mir den Buckel runter. Rutschen Sie mir.
Du bist ein fliegender Waschbär, oder wie? Ja, hier nehme ich es mit. Weil, ja, Eisen. Auch ganz viel Eisen. Stellt euch mal vor, ich will jeden Vogel erstmal in einen Vogelkäfig packen, wie viel Eisen ich dann brauche. Das hier sieht ja auch lustig aus, oder? Oh, die gelben Blümchen sind hübsch. Mal was anderes zum Löwenzahn, danke. Ja, habe ich geschafft. Die sind hübsch, die sind richtig hübsch. Bananen könnte ich mir zu Hause holen, mache ich aber nicht. Dragonfruit, ja komm. Ich glaube, hier ist jetzt gleich Ende Gelände. Ich brauche noch einen weiteren Rucksack, damit ich in den anderen Rucksack, also damit ich hier nur meine... Ihr wisst schon. Grapefruit. Kann ich die Spinnen... Die Sammelsucht, kann ich die auch mitnehmen? Ja! Wie cool. Aber ich wollte eigentlich in die Richtung. Ich nehme hier noch Pilze mit. Denn ich bilde mir ein, dass irgendwas mit Pilzen war. Also Pilzsuche und so. Und da. Oder habe ich die Pilze schon? Oder brauche die roten? Ja, ich weiß es nicht. Ich nehme sie jetzt mit. Fertig. Also, was mich ein bisschen nervt. Früher, wenn man Blumen pflücken wollte, man musste immer die Mitte vom Block treffen und nicht die Blume. Also die Hitbox der Blume war nicht unbedingt gleich mit der Textur der Blume. Das haben sie geändert. Nicht beim Pilz. Da musst du noch in die Mitte treffen. Kann der Pilz auch rechts, links, vorne, hinten irgendwie davon sein. Sammeln. So, ich glaube, ich packe hier Whitewool. Die packe ich hier noch rein. Den packe ich hier noch rein. So und so. Und dann geht das schon wieder. Aprikosen. Ihr seid doch Aprikosen, oder? Peach. Habe ich Peach schon? Nee. Ich muss mal durchzählen bei Gelegenheit, wie viele Früchte, Baumfrüchte es gibt. Oh, das macht eine komische Farbe, das Biom. Oh, schaut mal, wie hübsch, wie... Oh, oh. Die würde ich tatsächlich auch in das Tropending reinmachen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so unbedingt dahin gehören. Aber farblich geben sie halt ein bisschen den Kontrast dann ab, ne? Das ist schon wieder neblig. Ob ich auch ein paar Ranken mitnehmen soll, ich weiß nicht. Hier ist nochmal Tropical Grass. Da ist noch so eine Palme. Ich weiß nicht, wie viele Palmen ich aufstellen will, aber... So ein paar schon. Und dann vielleicht noch so ein, zwei, drei, viele Tropenbäume, also Dschungelbäume. Minecraft-Dschungelbäume. Da muss ich aber erstmal ein paar Setzlinge finden.
Oder ich baue mir die halt wie geplant. Dann muss ich aber trotzdem nochmal farmen gehen. Was will ich denn gerade? Wo will ich überhaupt hin? Warum? Ah ja. Ich könnte bis zu dem Dorf durchlaufen. Muss ich nicht den ganzen Schlauch wieder nach Hause laufen. Dann kann ich ein bisschen abkürzen. Irgendwie kommt mir die Gegend tatsächlich bekannt vor. Kann das sein? Ein Schnurr. Tut, 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 tut. Nein, nein, nein. Was sehe ich denn da? Ah, das letzte Mal bin ich da in die Richtung weitergelaufen. Ah, ja, dann laufe ich jetzt so. So rum. Es ist ein Trauerspiel. Ich mag diese fehlerhaften Chunks überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nö, nö, nö. Ich könnte einen V mit nach Hause nehmen. Ja. Natürlich würde ich, abgesehen davon, dass ich den weiblichen gerade nicht sehe, einen männlichen mitnehmen, weil der viel schöner ist. Möchten Sie mitkommen? Da läuft sie durchs Bild. Ich lasse euch einfach zu zweit. Sie will mir meinen Mann mitnehmen? Wo kommen wir denn da hin? Erstmal durchs Bild stapfen, so. Baff, 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 baff. So. Ist das eine Kuh? Ist das ein Elch? Das ist ein Schaf. Ein Kuh, Elch? Hab ich dich schon. Kommen Sie mal runter. Würden Sie bitte mal runterkommen? Ich hab dich nicht. Ha, ha, ha. Also jetzt habe ich dich schon. Ha, 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 ha. Hab ich das da hinten schon? Birnen. Nein, Birnen habe ich noch nicht. Das weiß ich. So, ich muss hier einfach mal ein bisschen wegräumen. Tollbusch. Ich habe nur einen Tollbusch. Wo habe ich den denn her? Weiß gar nicht, was kommt denn da? Halt! Pawpaw habe ich, glaube ich, schon, oder? Ja. Dann tust du mir auch nichts, oder? Wir lassen die Wisps jetzt mal in Ruhe. Ah, hier sind die Pilze. Sehr gut, sehr gut. Die könnte ich. Wo pflanze ich die denn an? Ich werde mehrere brauchen. Oh, was haben wir hier? Walnuss, okay. Mache ich nochmal einen Keller unter meinem Keller, wo es dunkel ist, wo ich dann die Pilze anpflanze? Macht das wirklich Sinn, die anzupflanzen, ist die nächste Frage. Ich weiß auch nicht. Ich wäre sicher, wenn ich da irgendwie so, was weiß ich, 7 Mushroom-Soups abgeben muss. Brauche ja viele Mushrooms. Wäre das Anpflanzen vielleicht doch gut. Oder ich lasse die Aufgabe dann einfach.
Wo ist da das Dorf? Ach, hier ist noch weit weg. Gehe ich jetzt doch oben rum? Ich schlafe erstmal drüber und dann. Es ist so schön. Das ist auch Dynamic Surroundings. Ist einfach. Das ist eine richtig tolle Mod. Das bringt so viel Atmosphäre. Okay, diesmal gehe ich hoch. Und dann ist wieder halt nichts da. Es ist langweilig. Wobei, der Baum da hinten ist vielleicht gar nicht so langweilig. Das ist ein... Was bist du? Ein... Trikosenbaum? Ja! Eine Savanne. Eine Mini-Savanne auf den Highlands. Ist das cool! Das sieht ja voll cool aus. Screenshot machen. Das ist vielleicht das Thumbnail, weiß ich noch nicht. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Ich meine, das hier oben bietet sich gerade total an, ein Dorf zu bauen, oder? Gar nicht unbedingt ein Villager-Dorf, sondern ein Mehrspieler-Dorf. Und Höhlen und la la la. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Berg. Ich musste jetzt schon wieder runter. Ja, dann laufe ich durch den Wald da. Diesen Wald könnte ich eigentlich gut abholzen. So wegen Eichenholz. Ich möchte die Natur hier einfach nicht zerstören. Wann kommt eigentlich endlich dieses Dorf? Ich weiß nicht, ob ihr mein Bärchen gerade gehört habt. Ich hab gewusst. Ich bin am Überlegen, ob ich habe jetzt diese kleinen gelben Blümchen, ob ich hier die großen gelben Blümchen noch mitnehme. Ich will im Vogelhaus ganz viele verschiedene Blumen drin haben, also brauche ich hier jetzt nicht die Mengen. So. Machen wir das mal so, dann ist sortiert. Einigermaßen. Und da ist mein Bärchen ins Zimmer gekommen. Hallo Bärchen. Ja, hi, hallo, Entschuldigung, ich brauche den, hallo, ich brauche den Abend zum Spielen. Wenn du Hallo sagen willst, dann sag Hallo. Sag Hallo. Good boy. Ihr seid alle gleich. Ihr seid alle gleich. Zum Glück sind die nicht schnell. Wenn die jetzt auch noch schnell wären, die Krokodile. Ich hab den hier abgebaut.
Ich habe hier den Waystone abgebaut. Ich laufe. Wie bitte? Ich laufe jetzt mal ins nächste Dorf. Ich denke, ich finde dahin und dann schaue ich, ob ich da den Waystone gelassen habe. Ich bin ja ein Held. Da wäre es ja nach Hause schneller gewesen. Aber vielleicht finde ich auf dem Weg noch interessante Dinge. Also nutze ich das einfach mal. Außerdem kann ich dann noch ein bisschen mit euch reden. Ich meine, ich kann natürlich auch später, wenn ich bei mir zu Hause bin, noch mit euch reden, aber mau. Guck mal, nackte Schafe, nackte Schafe. Jamel. Da sind die Pferde. Ich glaube, ich habe euch schon durchgetestet, ihr. Da ist auch nochmal ein V. Soll ich dich mitnehmen? Ich weiß gar nicht, ob ich Pfaueneier zu Hause habe. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Einfach mal durchrennen. Hier. Das sind Haselnüsse, die habe ich auch schon. Naja, schaut, jetzt kann ich hier das noch mitnehmen. Das ist schon, das wird schon, das kommt schon zusammen. Was ist da hinten? Das ist einfach nur eine Lila. Ich habe die lila Blumen hier gerade für irgendwas anderes angeschaut. Die werden jetzt mitgenommen. Ich habe da zwar schon welche, aber ich finde die so hübsch. Ist das ein Elefant oder vielleicht mal ein Nashorn oder so? Das sieht mir nach einem Elefanten aus. Hallo, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ja. Was tun Sie da? Rüsseltanz? Guck, dem Größeren ist es schon peinlich, der geht jetzt. Ich glaube, ich bin am Dorf vorbeigelaufen. Uhr 3. Wow. Ein Krokodil. Die trecken einen auch recht lange, glaube ich. Und ich laufe auf eine Schlucht so nicht gut, nicht gut. Aber wenn der jetzt noch hinter mir her. Der Krokodil. Wenn der Krokodil noch hinter mir her ist. Hier sollte ein Dorf sein. Da ist ein Dorf. Ist da auch ein Waystone? Ja, Schnurr. Ich brauche mal wieder Essen zu Hause. Ich habe noch gesagt, ich habe jetzt genug Essen zu Hause. Ich brauche keine Gardens mehr mitnehmen. Komm am Dorf an. Ja, erstmal die Dorfbewohner bestehlen und Essen mitnehmen. Und ans Weizenfeld denke ich auch nicht, dass ich zu Hause ein großes Weizenfeld habe, wo ich vielleicht das Weizen mitnehmen könnte. Nee. So ist einfacher. Vorher auch nicht nachpflanzen. Wobei, nachpflanzen bräuchte ich zu Hause auch nicht. Aber es steht hier ja eh nur im Weg rum. Ich räume ja nur auf. Es rächt sich alles. Alles rächt sich irgendwann. Ich stelle den hier nicht wieder auf. Wenn ich den mitgenommen habe, habe ich den mitgenommen, weil ich den mitnehmen wollte. Ich laufe nach Hause. Pff. No, no, no. Aber vielleicht finde ich noch ein paar Bäume. Da zum Beispiel, was ist das? Orange. Orange habe ich noch nicht. Pawpaw habe ich schon. Und Schmetterling.
dass wenn man über den Fluss geht, immer nach links und rechts schauen, ob da ein Krokodil angefahren kommt. Und den Kindern ein Vorbild. Hallo Po. Hallo Mr. Schaubel. Wenn ich es noch ein bisschen schlampiger ausspreche, Schaubel. Ihr seid die Kolibris, die nicht in der Exotic Bird Mod drin sind. Deshalb muss ich gar nicht versuchen, euch zu scannen. Ach, ich bin ja so schnell zu Hause, bin ich jetzt. Pass auf. Renne ich jetzt durch bis nach Hause oder schlafe ich vorher, damit ich nicht mit den Augen irgendwie umgehen muss? Ich glaube, ich meine, ich habe es doch wirklich nicht mehr weit bis nach Hause. Also, ja komm, wir rennen durch. Dann nehme ich den Weg, der ist nämlich beleuchtet. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass die Augen hier drin auch einfach mitten im. Ich dachte immer, also bisher sind sie irgendwie in Höhlen gewesen oder unter Bäumen und da waren sie halt auf der Wiese. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Mein kleines Äffchen. Ja. Ich packe diese Sachen, glaube ich, mal hier rein. Dann werde ich schnell das Essen los. Nee, das vercrafte ich gleich. Halt. Ich wollte gerade sagen, ist da nicht mal was gestanden? Ja, das ist jetzt weg. Wieder hier rein und dann einmal so und einmal so. Dann machen wir hier weiter. Das gehört noch. Halt, wenn ich schon hier bin. Looting. Looting-Zeug. Das kommt hier rein. Dann kann ich die Sachen wegpacken. Den nehme ich jetzt einfach mal mit. Lasse ich den jetzt. Ich lasse den, glaube ich, oben bei den anderen Vögeln raus. Ich will ihn rauslassen, weil ist ja Freund, ist ja. Ja. Dann kommt das auch hier hin und dann habe ich für unterwegs meine Güte. Wie kann ich dir bitte schön das Eisen-Nugget oder das Gold-Nugget abnehmen, ohne dich zu töten? Ich möchte euch nichts tun. Wie kann ich euch das aus dem Schnabel nehmen? Vielleicht füttern? Aber wenn ich sie fütter, dann. Also. Wenn ich die jetzt fütter, habe ich das Problem, dass die sich paaren. Und dann habe ich noch mehr von denen drin. Und eigentlich will ich das nicht. Was habe ich denn hier noch? Ah, Buttercup, natürlich. Apropos natürlich, ich glaube. Tropical, Tropical, Palme. Ich schau mal eben. Ich fange mal hier nicht zu. Ich schau mal eben, wie das aussieht. Ich will hier vielleicht noch einen kleinen Teich drin haben. Den sollte ich vielleicht eben anlegen noch. Und zwar eher nach hier so. Einen kleinen Teich. Pass auf, der ist jetzt gleich so groß, dass er alles einnimmt. Oder? Und dann?
Also ich weiß, ich nehme jetzt hier gerade noch eine Schicht weg, aber da möchte ich irgendwie Kies haben. Ich finde das schöner, wenn da dann Kies ist. Hier braucht da nichts sein. Alles einsammeln. Dann komme ich irgendwann mit Kies wieder, ist jetzt wurscht. Oh. Müssen die erst wachsen, ja? Okay. Dann hole ich eben Bone Meal, weil ich erst sehen will, wie das aussieht, bevor ich hier dann weiter pflanze. Und dann nehme ich Kies mit. Dann kann ich das auch gleich machen. So, hallo, noch jemand da? Nein. Hab ich denn Kies? Wie viel habe ich denn? Oh, nicht sehr viel. Wie viel brauche ich? 18. Jetzt wird es auf 1 nicht rausgehen, aber das ist mir egal. Das ist ein Schicksal. Und Bony wollte ich noch mitnehmen. Oh, ein Gerenne ist das hier. Hin, her, hin, her, hin, her. Und dann hat sie wieder was vergessen, muss wieder zurückrennen. Genau deshalb sollte da ein Waystone stehen. Ja. Ich muss ja nicht alle aufbrauchen. Ja, jetzt will ich hinten noch ein bisschen was. Okay. Okay. Und jetzt schauen wir uns das alles so an. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich noch. Vielleicht einen Tropenbaum würde ich vielleicht noch reinmachen. Die sind. Schau mal, der ist höher. Die sind nicht alle gleich hoch, oder? Sie sehen auf jeden Fall nicht alle gleich aus. Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist schön. Lasse ich die Sachen auch mal da. Vielleicht sollte ich ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Okay. Ah, ich habe noch den Kies dabei, den hätte ich fast vergessen. Zwei würden mir fehlen. Ah. Soll ich euch was sagen? Das erschummeln wir uns jetzt gerade mal ein bisschen. Oh wow, das ist schon bis hier oben gewachsen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hatte doch zwei abgebaut, ich bin mir ganz sicher. Ja. Oh, ich habe schon so Lust, hier die Vögel reinzusetzen. Ah, sieht schon so cool aus. Stell dich vor, jetzt vielleicht hier so einen ganz kleinen Tropenbaum und hier einen etwas höheren und dann halt noch Blumen rein. Achtet nicht auf die Hundestimme im Hintergrund. Ich glaube, das sieht dann schon richtig cool aus mit den Blumen und so. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ich nehme jetzt mal. Ich glaube, den Koppel kann ich mitnehmen, den brauche ich hier nicht. Und das hier kann ich mitnehmen.
Das brauche ich natürlich. Das brauche ich eigentlich nicht. Okay, die Sachen brauche ich auf jeden Fall. Ich gehe gleich runter und erwürge diesen Hund. Das brauche ich auch. Das brauche ich nicht hier. So, das passt gut. Wisst ihr, dem ist einfach gerade langweilig. Ich kann es mir doch auch einfach machen. Ich kann ja alles. Nein, ich bin dumm. Ich habe den Sortierer ja hier unten, also kann ich das auch so machen. Oh, ist schon wieder voll. Okay. So, sollte für eine Weile reichen. Und dann, na, wisst ihr was? Ich verbrutzel die jetzt. So. So. Und dann kann er hier mal die ganzen Setzlinge wegbrutzeln. Ich meine, ist ja egal. Besser als wegschmeißen. Ich glaube, ich könnte sie noch kompostieren. Auch noch den Apfel weg. Die Äpfel. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt könnte ich eigentlich hier mal ein bisschen für Ordnung schaffen. Die brauche ich die hier? Hier ist, glaube ich. Ah, ja, da schon. Dann packen wir das hier rein. Und dann würde ich alle Baumfrüchte mal da oben reinpacken. Ja, jetzt fängt natürlich Yoshi auch an, unruhig zu werden, weil da unten so viel gebellt wird, das ist klar. Und dann? Was dann? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie noch einen Vorratskeller brauche. Ich habe das angebaut. Da kann ich einfach mal 6 Slots reservieren. Und dann hatte ich Tomaten angebaut. Habe ich hier Tomaten drin? Ja. Mit denen würde ich das auch so machen. So. Erdbeeren hatte ich angebaut. Die würde ich mal hier unten reinpacken. Jetzt brauche ich mal schnell ein bisschen Platz im Inventar. Ich hatte, genau, die Trauben hatte ich noch angebaut. Die kann ich auch noch oben reinpacken. So, dann machen wir hier einmal grün. Platz machen. Hier die roten Trauben. So. Das sieht auch aus wie die Trauben, ne? Aber es ist Mulberry. Dann würde ich die Sachen hier woanders, also komplett in eine andere Kiste packen, weil das ja kein Essen ist. Habe ich hier noch was? Ich habe jetzt eigentlich nur Baumwolle angepflanzt. Ich könnte die anderen Sachen eben verkraften, dass die mal weg sind. Ich weiß, ich habe es auch schon mal gewusst, aber irgendwie wollte es jetzt gerade nicht. Wisst ihr was, das ist eigentlich ganz gut, wenn das so ist. Dann hebe ich hier von jedem eins auf, dann kann ich sie nachpflanzen, wenn ich es irgendwann wieder möchte. Wo packe ich die Baumwolle hin? Ich packe die jetzt, jetzt ist er im Garten draußen. Ich weiß nicht, ob man das hört sich jetzt anders an. Jetzt ist er im Garten draußen und bellt da weiter.
Jetzt ist er den anderen einfach so lange auf den Keks gegangen, dass sie ihn rausgeschmissen haben, damit die Nachbarn dann Ärger haben. Und hier würde ich. Ich würde jetzt erstmal schlafen. Und da würde ich ein Fass aufstellen und da Fleisch und Fisch reinpacken. So. Ja. Dem Hund ist so furchtbar langweilig. Wahrscheinlich nervt es euch gar nicht so sehr, wie dass ich jetzt die ganze Zeit drüber jammer, aber es ist halt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das funktioniert. War das so? Nein, so war es nicht. Wie ging das denn? Warum habe ich... Ging das so? Auch nicht. Ging das nur so? Ah. Irgendwie dachte ich, dass da noch eine Kiste rein muss. Naja. Halt, die Kisten habe ich, glaube ich, ursprünglich hierher sortiert gehabt, oder? Jetzt habe ich sie dahin sortiert. Ja, ich könnte das Glasdach weitermachen. Ich bräuchte zwar noch ein bisschen Holz, aber dann könnte ich das Glasdach weitermachen vom Pfuhlhaus. Aber ich befürchte, das macht Zukunftsterry. Einmal so und einmal so. Dann kann ich hier schon mal die Sachen rauspacken. Dann kommen da diese Sachen rein. Dann ist noch was? Nö. Also, fischiges, fleischiges. Was habe ich denn noch angepflanzt? Also, da habe ich dann mehr Fleisch. Ich habe natürlich, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir das anders. Ach Leute, ich kann so nicht arbeiten. Jetzt streng dich mal ein bisschen an. Das machen wir oben hin. Dann haben wir hier noch Kartoffeln, die wir auf dem Feld haben. Wir haben auch noch Karotten. Aber die habe ich noch nicht hier drin. Okay. Ich könnte eigentlich schnell ernten gehen. Halt. Ich gehe eben ernten. Dann habe ich alles, was ich auf dem Feld habe, auch hier in den Kisten drin. Nee, du sollst es jetzt nicht fressen. Ah, jetzt wird geschimpft unten. Anstatt den Hund einfach zu erziehen, dass er nicht bellen soll, erstmal schimpfen. Das ist eine super Idee. Spice Leaf, oder? Nein, Spice Leaf habe ich. Karotten muss ich noch. Ach komm, echt, zwei Karotten. Und das war Sweet Potato. Na, wenigstens da kann ich richtig nachpflanzen. Die Ernte war jetzt nicht so gut. Also, ich meine, es geht schlechter, aber. Und da würde ich jetzt tatsächlich dann den Weizen reinmachen in Zukunft. Und da haben wir noch eine Baumfrucht. Tja, also ich habe einfach viel zu viele Sachen, die ich nicht wirklich wegbekomme. So. Platz, 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 Platz. Die können hier rein, die können hier rein, die können hier rein. Hier kommt in Zukunft der Weizen rein. Ich kann natürlich den Weizen so machen, dann kann ich hier noch mal einen Reis reinmachen. Moment, da habe ich hier noch was. Dann würde ich Spice Leaf. Von den Sachen will ich eigentlich gar nicht so viel. Was hatte ich noch angepflanzt? Ich glaube, ich habe jetzt alles hier drin. Ja, die Karotten. Okay, und das andere wäre dann ja Krabbelzeug. Ah, da war Reis dabei.
Zu wenig Platz, aber ich glaube, das sind schon Treppen, genau, da kann ich nichts mehr hinmachen. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Meine Küche ist zu klein. Fällt mir irgendein Trick ein? Nicht auf Anhieb. Jetzt sortiere ich es. Moment, das ist auch noch eine Baumfrucht. So und so. Und dann mache ich die ganzen süßen Sachen in Anführungsstrichen. Das ist noch eine Walnuss, die gehört oben rein. Die mache ich mal oben hin. Damit es irgendeine Sortierung hat. Und hier unten mache ich mal die ganzen bereits zubereiteten Sachen rein. Auch nochmal. Baumfrucht. Theoretisch. Ich packe das hier rein. So. Dann. Ich hab so keine Ahnung, wie ich das sortieren soll. Du bist noch was Süßes. Die Samen packe ich hier runter. Weizen kommt oben hin. Dann könnte ich den Kürbis hier hin machen. Dann mache ich die Pilze hier hin. Ich hatte doch irgendwo braune Pilze da. Ganze grüne Gemüse zusammen. Du bist eine Candleberry. Du bist keine richtige Beere. So. Tja. Das passt nicht alles rein. Was da zieht's. Ist da irgendwas noch drin, was man als süß bezeichnen kann, was ich umhöre? Ich mache ja nicht. Oh. Ach ja, und. Okay. Es passt so oder so nicht alles rein. Ich könnte dich aber noch oben reinpacken, weil wegen Getreide. Und dann würde ich das so machen. Naja. Es ginge besser. Gut. Es ist okay. Es ist okay. Ah, aber darauf freue ich mich schon so. Ich denke, dass ich bald fertig werde damit. Aber darum kümmert sich dann die Zukunft, Terry. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.